KV. KV, exactly. Wie findest du die ganzen Memes vom Heidgenoss, wo die KV-Lehrlinge immer anbezieht? Ist doch easy, ich meine, zum Teil stimmt's ja auch, oder? Also du würdest, wenn jetzt der Heidgenoss zuschaut, was wäre deine Nachricht an ihn? Liebe Heidgenoss. Liebe Heidgenoss, danke für deine Hammer-Memes. Kommt drauf an, aber ja, wir trinken oft Kaffee. Salü zusammen, ich bin hier im wunderschönen Schaffhausen. Die Sonne scheint, das Wetter ist herrlich. Schaffhauserinnen und Schaffhauser sind schon motiviert, mir Antworten zu geben. Nicht, man wird so oft abgewiesen wie noch nie. Aber jedenfalls freue ich mich, dass ihr zuschaut und jetzt geht's los. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für das. Wie heißen Sie? Ich? Ja. Ich heiße Rocky. Nein, Spaß. Wie heißen Sie? Nazar. Okay, freut mich sehr, ich bin der Lionel, ich bin extra von Basel nach Schaffhausen gekommen. Wow, Basel, schön. Wohnen Sie hier in Schaffhausen? Ja. Okay, warum heisst Schaffhausen Schaffhausen? Hat das etwas mit Schaffen zu tun? Kann schon sein, ja. Schaffen Sie viel? Ja, ganz jetzt, ich bin am Schaffen. Jetzt sind Sie am Schaffen? Ja. Was schaffen Sie denn? Da in dieser Shisha-Bar. Nein, mit Schaf, also Schaf und Hausen. Ah, wegen der Schöfli? Ja, Schöfli. Wegen der Wappen auf Schaffhausen Wappen ist halt Steinbock. Und dann haben sie Schaffhausen halt für einen Schaf gehalten, weil der Steinbock haben ja schon die Bündner. Wahrscheinlich schon. Man sagt ja immer, dass in Schaffhausen nichts los ist. Stimmt das? Voll nicht, das stimmt voll nicht. Was ist denn jetzt gerade so los? Beispiel, wir haben insgesamt haben wir 5 Clubs und die sind immer mega voll. Wie kannst du auch Shisha rauchen, SMA? Ich bin übrigens auf Instagram sehr aktiv, also falls jemand Lust hat, mir zu folgen, ist es unten verlinkt und jetzt geht's weiter. Aber viele Schweizer sagen ja auch, dass hinter dem Thurgauer Dialekt der Schaffhausener Dialekt der zweit nicht so schönste ist. Wie stehst du dazu, liebe Schweizer? Ich finde eigentlich unseren Dialekt fast am besten, weil man uns am besten versteht. Wie bitte? Am besten versteht. Hä? Ah, bestimmt. Basler Deutsch sind viel grusiger. Liebe Schweizer, Schaffhausen ist gar mit einem geileren Dialekt als Zürich. Was muss man denn in Schaffhausen machen, um cool zu sein? Einfach herkommen mit mir, dann wirst du automatisch cool. Ja, du musst halt so den Dialekt haben wie mir, weißt du? Auf mit dem Arm! Gut, geht raus an dich, Gabirano. Welchen Dialekt macht man denn uncool? Ja. Du, sag! Lache, du. Sag! Jetzt ja, der Lektor wahrscheinlich, oder? Man sagt ja immer, dass die Schaffhausen noch nicht ganz so viel in der Schule lehren über die Schweizer Geografie. Darum stelle ich jetzt dir ein paar Fragen, um das zu widerlegen. In welchem Kanton liegt Winterthur? Zürich. Selber ein Kanton. Winterthur? Ja. Der Kanton, im Kanton Winterthur in dem Fall? Thurgau. Winterthur liegt im Kanton... Jetzt hast du mich draus gebracht. Ich frag's nochmal. Ja, ganz frag nochmal. In welchem Kanton liegt die Stadt Winterthur? In welchem Kanton liegt... Ja. Also... selber ein Kanton... Thurgau... Thurgau? Also was entscheidet ihr? Also Thurgau, ich sag Thurgau. Nicht, es ist im Kanton Zürich. Winterthur. Oh shit. Wie heisst der Hauptort vom Kanton Tessin? Okay, der weiss jetzt echt nicht. Ticino? Boah, das weiss ich nicht. Kennen Sie Kanton Tessin? Nein. Wie heisst der Hauptort vom Kanton Watt? Warte, etwas mit S, Sio. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in der Orientierung von der Schweiz. Macht nichts. Aber wenn wir schon von Orientierung reden, ist Schaffhausen ganz im Süden, Westen, Norden oder Osten von der Schweiz? Willst du verarschen jetzt? Norden. Westen, glaube ich. Im Westen? Also auf der Karte sind wir ganz im Westen? Nein, im Osten. Wo auf der Karte ist Schaffhausen? Oben. Oben, genau. Und was ist oben in der Regel? Norden. Richtig. Also das bedeutet, dass Schaffhausen ganz im... Richtig. Die Südschweiz grenzt ja auch an Süddeutschland, oder? Ja. Und ich wohne in Süddeutschland. Aber dann müssten Sie ja eigentlich an die Nordschweiz grenzen, oder? Weil die Schweiz ist ja gerade südlich von Ihnen. Also sind Sie ja in der Nordschweiz. Also bin ich in der Nordschweiz. Wenn wir so ein schnelles Schnittli auf der Karte müsst machen, wäre Schaffhausen als erstes Trappe. Wie findest du das als Thurgauer? Könntest du auf Schaffhausen verzichten? Ja, wäre nicht so schlimm. Kein Problem. Liebe Schweizer. Liebe Schweizer, wir machen den Hanfstaat aus Schaffhausen. Gar nicht. Du möchtest bei der Schweiz dabei bleiben? Ja, sicher. Jetzt gibt es aber Schweizer, die sagen, ja, mach einfach Schnipp, Schnapp, Schaffhausen, schenken wir den Deutschen. Wie gehst du mit dem um? Faust. Wir müssen allein für uns sein und wir müssen nicht mit dem Mainstream mitlaufen. Was redest du aus dem Schweizerdeutsch? Englisch für uns. Die Muttersprache. Was auch? Das wäre Albanisch. Okay. Und noch Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, ob das ein albanisches Wort ist. Kurva?
Kurva, das ist balkanisch, aber haut hin. Bitte singen Sie mir die Schweizer Nationalhymne vor. Ich weiß nicht. Haben Sie den Schweizer Pass? Ja. Dann müssen Sie sie aber kennen. Nein, ich kann nicht. Sind Sie Doppelbürger oder nur Schweizer? Ja, so Doppelbürger. Ja. Von Irak. Schweiz und Irak? Ja. Von Bagdad? Nein, Nordirak, Kurdistan. Kann ich doch nicht. Hast du den Schweizer Pass? Nein. Aha. Ich habe den kroatischen Pass. Ich bin keine Schweizerin. Was bist du? Albanerin. Ah, wirklich? Ja, aus Kosovo. Für wen bist du an der EM gesehen? Für die Schweiz oder Albanien? Albanien. Wirklich? Ja. Ich bin entsetzt. Wieso? Ich denke, jetzt, wo du den Schweizer Pass hast. Eigentlich, es ist eben nicht so wichtig, weil die Schweizer Mannschaft besteht eh nur aus Albanern. Welche Partei findest du am besten? SVP. Findest du am besten? Ja. Was überzeugt dich bei der SVP? Weil ich finde, die haben schon irgendetwas wegen der Ausländer und so. Aber du bist ja selber Ausländerin. Ja, aber weißt du, ich meine so die Ausländer, die kriminell sind und alles. Das sollte man echt ausschaffen. SP ist... Meinen Sie SP oder SBB? Nein, nicht SBB. Politik interessiert mich nicht. Okay. Welche findest du am schlechtesten? SVP. Also doch interessiert es dich, also doch die Politik? Es ist einfach, wie soll ich sagen, das ist nicht gut, was die machen. Was stört dich am meisten an der Schweiz? Letzte Frage. Gar nicht. Wir sind ein super Land. Ich liebe es. Ich würde nicht wegzügeln. Suisra Geleka Djane. Schweiz ist sehr schön. Es hat mehr Ausländer als Schweizer. Du hast wirklich nicht den Schweizer Pass? Ich schwöre, ich habe wirklich nicht den Schweizer Pass. Bist du wirklich Kroatin? Ja, ich bin Kroatin, 100%. So habe ich noch nie eine Kroatin reden hören. Ja, ich bin einfach stolz, dass ich da sein darf. Die Ausländer. Ohne Witz? Ja. Also nicht alle, aber ein paar. Hast du schon persönliche Erfahrungen gemacht, negative, dass du jetzt das sagst? Ja, es geht schon. Also, warum stören sie dich denn trotzdem, wenn du keine Erfahrungen gemacht hast? Von der Persönlichkeit. Aha. Ja,